Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Und diesmal wollen wir wieder ein PlayStation 5 Spiel anzocken. Freddy Spaghetti. Ja, von denen ist auch der Lovelot, glaube ich, gewesen. Wird dann wahrscheinlich, ich hoffe, dass es nicht wieder so 2D Pixel-Dings ist. Ich werde das, so wie ich hier spiele, hochladen. Ich werde kein Intro, kein Outro machen. Nichts irgendwie bearbeiten oder so, damit das halt, damit ihr so nah wie möglich an dem dran seid, wie ich es hier habe. Spiel des Jahres 2021. Das soll das Spiel des Jahres 2021 sein. Hat doch gerade mal angefangen. Ist so garantiert wieder so eine Ironie oder so, wa? Spannend. So, you want to know about Freddy? Ah, oh, scheiße. Okay, English. Well, you better sit down for this one. See, Freddy was, well, bisschen wie Octodad garantiert. From that very first day, Freddy felt like family. Nach links. At first, it took him a while to get the hang of moving about. Also ich bewege mich hier einfach nur, wenn ich da irgendwo hin zeige. Before long, however, Freddy was practically flying all over the place. Sprungtasten gedrückt, um herzuspringen. Okay. Achso, ich muss hier irgendwo anders hin. Ich dachte, ich muss hier. I often warned Freddy to always take caution before making any serious moves. Sprung abbrechen halten, okay.
extremely energetic and highly motivated. Oh, so Neustart. Persuading Freddy to take a break was quite the challenge. Freddy had no time to waste. Muss man halt nur wissen, wo man hin soll. Ah, da. So eine halb, irgendwie eine Richtung wäre schon nicht schlecht. Oh nee, echt jetzt? Oh. Oh, ich hab schießen sie ein Tor nicht gesehen. Boah, was für ein Scheiße. Ey, welcher Entwickler lässt sich denn bitteschön sowas für ein Spiel einfallen? Oh nee. Endlich. He was a most helpful assistant and excellent company. Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob das Spiel Platin hat. Weil da fragen ja auch immer viele nach. Das Spiel hat sogar Platin. Aber nicht dein Ernst. 50 Level. Ach du heilige Scheiße. Da werde ich mir aber kein Platin holen, Leute. Achso, nee. Yeah.
Jetzt hänge ich fest, ist doch nicht. Ich würde sagen, das reicht. Also das ist jetzt... Ja, gut, schön, dass es so ein Spiel gibt. Also der ein oder andere mag ja so eine kniffligen Dinger. Octodad war ja auch sehr beliebt, aber... Ich habe Octodad selber auch, aber... Der Kauf hat sich nicht gelohnt. Also war jetzt nicht so meins. Ja, und schon wieder hängig fest. Also da muss man aufpassen. Wer knifflige Spiele mag, für den ist das garantiert was. Mit dem hin und her, also für mich ist es nichts. Für mich ist es nichts. Mal vielleicht, um ein bisschen, keine Ahnung, mal was anderes zu machen. Aber das wäre jetzt nicht so ein Spiel, was ich jetzt am Stück durchsuchten würde. Wie Sackboy Little Big Adventure oder sowas. Denn das ist eher was, wo wir zwischendurch mal kurz drin, ein Level oder zwei Level und dann wieder raus und... Einen Monat oder eine Woche später oder ein paar Tage später halt das nächste Mal oder so ringucken. Aber jetzt für Dauer werdet nichts für mich. So, dann soll es das auch gewesen sein. Ich hoffe, hat euch gefallen. Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.